Herzlich willkommen zu meiner Montagslage. Ja, nun gehen Sie also los, die Koalitionsverhandlungen für die Ampelkoalition in Berlin. Ich bin sehr froh, dass ich auch dabei sein darf und die Arbeitsgruppe Gute Lebensverhältnisse auf dem Land und in der Stadt begleiten darf. Denn hier kann ich die Interessen eines Flächenlandes mit in die Debatten einbringen und ich freue mich schon darauf, sehr, sehr konstruktiv hier mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten. Der Zeitplan ist echt ambitioniert, das heißt, in den nächsten Wochen gibt es einiges an Terminen, an Sitzungen und ich bitte euch jetzt schon um Verständnis dafür, wenn vielleicht der ein oder andere geplante Termin verschoben werden muss, der eigentlich hier im Wahlkreis geplant war. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben, das heißt, wir finden auf jeden Fall Ersatz. Ja, und dann hoffe ich, dass die Ampel in Berlin natürlich möglichst bald in Rot, Gelb, Grün leuchtet und hier auf meinen Social Media Kanälen erfahrt ihr natürlich immer alles Weitere dazu. Ja, ich freue mich auch auf den Austausch, nämlich mit den Ortsvereinsvorsitzenden aus meinem Wahlkreis Betzdorf-Kirchen. Da werden wir am Dienstagabend zusammenkommen und für den Betreuungswahlkreis freue ich mich auf den Austausch am kommenden Donnerstag, denn ihr wisst, nach der Wahl ist vor der Wahl und auch wenn jetzt erstmal das Superwahljahr beendet ist, ist mir natürlich der Austausch mit der Praxis, mit der Basis vor Ort absolut ein Herzensanliegen und ich freue mich schon hier auf die Gespräche. In dieser Woche werde ich natürlich auch unterwegs sein im ganzen Land. Ich werde in Mainz vor Ort sein und dort einige Antrittsbesuche absolvieren. Ich freue mich auf den Austausch zum Thema Energiepolitik. Ich freue mich auf den Austausch mit der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, aber auch mit dem Frauenrat. Und es wird hier sicherlich einiges an Gesprächen und Diskussionen geben, über die ich euch auch hier auf dem Laufenden halten werde. Am Samstag habe ich eine Einladung erhalten für die sogenannte Zukunftskonferenz der NRW-SPD. Ihr wisst, in Nordrhein-Westfalen stehen nämlich noch die Wahlen vor der Tür und man will sich auch hier informieren und schaut dazu auch mal über den Tellerrand nach Rheinland-Pfalz. Und ich freue mich sehr, den Genossinnen und Genossen in Nordrhein-Westfalen unsere Gemeindeschwester Plus vorstellen zu dürfen. Ein wirklich hervorragendes Projekt, was sich ja dank unseres Ampelkoalitionsvertrages in Rheinland-Pfalz dann auch auf das ganze Land in den nächsten 5 Jahren ausweiten wird. Und ein Projekt, was sich wirklich um die Seniorinnen und Senioren vor Ort kümmert. Es wäre richtig großartig, wenn auch andere Länder, so beispielsweise Nordrhein-Westfalen, diesen tollen Ansatz fahren werden. Also, es gibt viel Gelegenheit zum Austausch. Ich informiere hier natürlich. Deswegen seid immer gut informiert, folgt mir auf diesen Kanälen, habt eine gute Woche und bis bald.